Hey Leute, ich bin MacTaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr die Auflösung bei Windows 11 anpassen und einstellen könnt. Dazu Windows Taskleiste öffnen, Start, in die Einstellung hineingehen, hier im Bereich System sein, auf den ersten Punkt Bildschirm gehen und ja, jetzt hier das entsprechende Bildschirmgerät auswählen, wenn ihr mehrere habt. Das hier ist mein Hauptbildschirm. Und jetzt scrollen wir hier ein bisschen nach unten und hier haben wir schon die Bildschirmauflösung. Sind hier empfohlene vorgegeben. Ja, man kann aber auch andere entsprechend auswählen. Und ja, je nachdem, was ihr haben wollt, drückt ihr die an. Und jetzt zeigt ihr euch das Bild an, wie es dann aussehen würde. Und wenn ihr jetzt eine andere haben wollt, dann müsst ihr zurücksetzen sagen oder beibehalten. Ich sage jetzt zurücksetzen. Ich möchte natürlich hier diese Auflösung beibehalten, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Das sah ja nicht so toll aus eben. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.